seltsame Geräusche. Da vorne ist ein Auto. Da ist noch ein Auto. Kann das ja bloß der schwarze Lieferwagen hier sein? Was ist das, Alter? Ein Phantomhändler? Hä? Hey, hallo? Preis alle 1 Sekunde, 3 Sekunden, hä? Mit Blut gekaufter Kürbis. Boah, die alte sieht aber auch scharf aus. Also hier. Schwarzer Lieferwagen. Die Überreste der Menschen aus dem Meer liegen verstreut am Strand der Nähe, wo sich Haufen verstreut ausschalten können. In einem Abland, der auf einem Anmeldeschirm verschwindet sich zu lang. Warte mal. Frau. Oder muss ich das groß schreiben? Oder ist es die Zahl vermutlich? 1, 6, 8, 9, 4, 7, 7. Ehefrau. Naja, was? Okay. Schon. Okay. Soll ich verarschen? Was steht denn da noch drauf? Das wird wahrscheinlich der Mann hier sein. Kitsuna.
Seine Frau ist M. Nee. Schon. Die Seite jetzt noch, oder? Hm. Geht irgendwie nie. Hab den Webbrowser geschrottet. Handy so. Wer mir den schon? Ich hol mal kurz mein Handy. Da mal ein. So. Kicken wir mal. Chan. Chan oder Chang? Nee, Chan. So. Kann ich mal das Geburtsdatum eingeben, also was ich hier stehen habe.
Was hat denn das mit denen seiner Frau zu tun? Meine Ehefrau. Wir haben auf die Homepage von der Firma. Oh. Das halt hier in dem Handy eingeben. Hier gibt es echt eine Homepage hier. Sieht man das? Da. Falls man so müsste man das jetzt sehen, oder? Hier gibt es echt. Das ist die Frage. Jetzt gebe ich hier mal alle ein. Die Group, nett. Ach, Scheiße. Das ist die Homepage. Aber was mache ich bei der Homepage? Ja, um einen Grund haben. Wer sind wir? Mitarbeiter Kitsumi Hayabusa, Validity Corp. Mehr steht hier nicht.
Keine Ahnung, was ich da machen soll. Seine Ehefrau. Homepage funktioniert auch nicht so richtig. Ich bin jetzt erschrocken, eine Katze steht hinter mir, ey. Ich verstehe das nie. Anscheinend scheint die Quest verbuggt zu sein. So wie es hier steht im Internet. Seine Frau ist doch die alte hier vorne, oder liegt hier noch jemand? Lingerus-Zwehe. Das muss ja nicht in seine Frau.
Wie ist die Scheiße hier? Müssten wir ja mal, denke ich mal, rausfinden, wer den seine Frau ist. So. Irgendwie ein Timeout. Die Seite. Wer sind wir? Was wissen wir genau? Tausende. Sally. Moment mal. Ich will hier was eingeben. Man muss bloß die Homepage lesen. Da steht nämlich der Name. Falls man es lesen kann. Aber alle anderen Seiten sind irgendwie haben einen Fehler. Dort. Das konnte man dann lesen. So. Fest angehört und hier. Was? Zerlegen und umgekehrte Reihenfolge zur Vermeidung von irdischen Spritzen. Zum Ether-Transponder und hin. Das Ding ist das hier. Wie war das? Erstes Manifest. Also
in umgekehrter Reihenfolge. Oh, scheiße, ich muss jetzt noch zum Auto. Schon ein bisschen nervig. Oh, nochmal hier. Okay. Fertigungsreihenfolge und zerlegen in umgekehrter Reihenfolge. Also vor dem Einschalten minimal Sicherheitsabstand. Ether-Transponder-Antenne an Manifest-Agiator. Also erst die Antenne ab. Antenne. Dann müssen wir es ja ausschalten, denke ich mal. Dann Manifest. Danach Impulseinheit deaktivieren. Also erst Ether-Transponder, dann Manifest. Okay, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Mehr als den Untergang der Welt können wir ja nicht herbeirufen. Da ja schon irgendwas angeklickt, ich weiß jetzt gar nie. Also erst die Antenne. Dann das Manifest. Dann diese komische Schleife. Und dann. Oh fuck, Alter, was ist denn das für ein Monster? Hallo? Fertig ist raus. Manifest. Oh, schon wieder so eine fette Oma. Trotzdem die scheiß Antenne. Und diese komische Schleife. Tops. Leco mio, ey.
Punkte habe ich 2. Pistole. Ja, wir kämpfen ja fast nur mit Pistolen. Was haben wir denn hier? Unterstützung. Sollte, glaube ich, hier weggehen. So, N. Das Grüne habe ich schon. Die Beben muss ich jetzt mal. Wie viel habe ich denn? So. So. Ich soll hier hoch. Zum Airport. Aber wir haben ja noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Das haben wir. Wir wollen zum Skatepark. Der hat nämlich noch irgendwas gehabt hier mit dem Flugzeug. Wahrscheinlich. Flugzeug nur hier oder so. Ne, komm. Das Bild das haben wir. Jetzt haben wir nur noch das hier. Danny möchte sein ferngesteuertes Flugzeug dazu einsetzen, doch auch Hochskilager auszuspielen, aber das stürzt immer wieder ab. Ich glaube, dass der Grund dafür ein EMP ist. Kleine Pause von der Weltrettung, was? Sie schlagen da draußen bestimmt der Dunkelheit ins Gesicht und treten dem Bösen in die... Eier. Oder haben Sie vielleicht die MIBs überprüft? Ich meine, Tote verfolgt von Lebenden in schwarzen Anzügen und schwarzen Vans? Denken Sie nach. Zumindest habe ich das gemacht. Also, nachgedacht. Hab eine Webcam auf mein ferngesteuertes Flugzeug gebaut. Kein Problem, war ganz einfach. Hab ich letztes Jahr schon gemacht wegen der, Forschung. Nicht, um meinen Mathelehrer Mr. Rosen zu filmen, wie er in Unterhosen Blumen gießt und es auf YouTube zu stellen. Das war ich nicht. Das Ding zu fliegen ist wie die Flugsicherung bei Silent Hill. Ich muss mich dabei ziemlich auf die Macht verlassen. Und jedes Mal am Rand von dem MIB-Lager, wham, Signalausfall und Absturz. Die müssen so eine Art Störsender haben. Vielleicht sogar EMP. Ich würde das zu gern in die Finger kriegen. Aber ich hab's natürlich absolut drauf und hol die Maschine jedes Mal wieder raus. Ich muss sie ständig aus den Bäumen holen und abgebrochene Teile neu ankleben. Ich möchte zu gern wissen, was auf dem Gelände abgeht. Wie Mr. Rosen immer sagte, versuch's einfach nochmal, Dufresne. Natürlich ist er jetzt ein Zombie.
Hat sich kaum verändert. Immer noch Mr. Rosen. Und seine Unterhosen sind immer noch viel zu eng. Das Handsteuer dafür zum Orichilader fliegen. Bin ich auch mal gespannt. Das ist beim Schrottplatz. So wie das aussah. Oh. Hier die Straße lang laufen. Ich glaube, ich sollte hier doch mal ein Abo abschließen in den Spielen. Was ist für Viecher hier? Okay, legen wir uns mit dem Fieder an. Nur das scheiß Flugzeug haben. Fuck, Alter. Was? 3 EMP? Unerschütterlichen Hammer haben wir gefunden. Da hinten müssen wir hin. Da müsste ich ja. Ob das der Weg ist, wenn ich hier gerade durchrenne. Jemand hat rund um den Flugzeug Fallen für den Haus über das Gebiet. Ganz endlich alte Bärenfallen einen neuen Verwendungsfall. Wenn sie den Fallen folgen, finden sie vielleicht auch raus, wer sie aufgestellt hat. Okay. Ich muss den Bärenfallen folgen. Ich habe da gerade eine gesehen. Hier ist eine Bärenfalle. Hier ist eine Bärenfalle. Und dort ist eine Bärenfalle. Fuck, ich stecke in der Bärenfalle.
Jetzt wir haben Falle. Ist noch eine. Falle. Hallo? Jemand hier? Wieso eine Bärenfalle? Da hinten auch. Ja, in die Richtung. Nee, da bin ich ja gekommen. Da hinten geht das aber. Wo ist denn leider? Scheiße, alle Zombies. Da sind viele. Also hier um das Auto rum sind auf jeden Fall viele Bärenfallen. Ich würde mal glatt behaupten, dass da drinnen jemand ist. Da ist auch jemand. Also wir haben auf jeden Fall hier jemanden gefunden. Flugsicherung absolvieren. Ich hab noch viele rum, ey. Machen wir erstmal die Flugsicherung und dann alles weitere. Ich kann mich noch ganz vage erinnern, dass es da hinten irgendwo reinging, da kann man da in diesen Schutzkreis rein.
muss hier irgendwie. Was? Bei diesem Tonus lautet der Code, dass ich mich alles aufschreiben muss. 3, 9, 2, 4, 1. Probieren wir mal. Ich muss hier nicht noch wieder. Bei demselben. Reagieren die nie auf mich oder was? Warum so eine Antenne? Ich finde, dass die gar nicht auf mich reagieren. Stufe 3. Au! Okay, die haben mich rausgeschmissen. Also hier oben ist auf jeden Fall die Dingsterbooms-Quest. Story-Quest, würde ich jetzt gleich mal sagen. Der hat hier neben seinem scheiß Schrottplatz ganz schön viel Schrott rumliegen. Könnte auch mal ein bisschen aufräumen. Ja, auf jeden Fall haben wir das ja mit dem Skatepark auch gemacht. Jetzt müsste es aber gehen, jetzt müsste es gehen. Hmm.
Oh, ich kann mir was aussuchen. Eine Pistole. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das eh nicht mehr brauche. Das ist verbrauchbar. Bringt einen betrachtlich höheren Trefferwert. Können wir das denn hier? So, hier haben wir alles gemacht. Keine Ahnung, was auf der Brücke hier abgeht. Können wir mal gucken, was es da so gibt. Sonst gehe ich hoch zum Flughafen. Das hier drunter. Das haben wir schon gemacht. Okay. Das haben wir auch alles gemacht. Abschiedsbrief hatte ich, glaube ich, auch schon. Dann würde ich sagen, gehe ich da hoch. Alter, was ist das da?
Das sieht nicht gesund aus. Irgendwie. Sieht auf jeden Fall. Okay. Nach einer großen Menge Ärger aus. Oh, so. Ich gehe erstmal zu dem Opa hier. Scheiße, fliege ich mir mein Bier so auf? Und da muss ich nämlich kurz mal. AFK. So, bis gleich. Irgendeiner tut hier bei mir in Heidenau.